2022 war natürlich ein Jahr, das uns enorm gefordert hat, das uns bewegt hat, wie selten ein Jahr zuvor, leider negativ bewegt, über den Krieg in der Ukraine, über viele geflüchtete Menschen, die zu uns fliehen mussten. Auf der anderen Seite nach wie vor die Pandemie noch nicht ganz überwunden. Entsprechende Herausforderungen für die Stadt. Gleichzeitig ist viel bewegt worden in dieser Zeit und es hat sich gezeigt, wie stark auch eine Stadtgesellschaft ist, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wenn wir uns das alles ausgemalt hätten, was auf uns zukommt und was dann auf der anderen Seite doch aber recht gut insgesamt gestaltet werden konnte, dann hätten wir das, glaube ich, so gar nicht uns vorstellen können. Das zeigt eben auch, dass eine solche Stadtgesellschaft auch eine große Stärke hat. Wir sind vorangekommen, nicht nur in der Umgestaltung von vielen öffentlichen Plätzen und vielen Konzeptionen, sondern haben weiter investiert und stehen jetzt eben im Jahr 2023 vor einem ganz besonderen Ereignis der Bundesgartenschau. Natürlich steht das Jahr 2023 in Mannheim unter einem ganz besonderen Aspekt, das ist die Bundesgartenschau, die zum einen natürlich wirklich eine große Stadtumgestaltung ist, eine Ausrichtung auf die Zukunft, zum anderen aber eben auch eine Plattform bietet für die Zukunft der Stadt und gleichzeitig unmittelbare Umgestaltung ist, mit mehr Naturraum, mit einem neuen Stadtquartier, mit einem durchgebundenen Grünzug von der Innenstadt bis in den Käfertalwald. Das ist ein echter Gewinn für unsere Stadt, natürlich auch die Aufwertung des Luisenparks und gleichzeitig eine große Veranstaltung mit über 2 Millionen Besucherinnen und Besuchern, bei der sich die Stadt präsentieren kann. Insofern können wir als Mannheimerinnen und Mannheimer optimistisch in dieses Jahr gehen. Ich glaube, das wird einen Impuls setzen für die Stadt, den wir auch, glaube ich, alle ersehnen, einen positiven Ausblick auf die Zukunft. Viel anderes wird natürlich davon abhängen, wie sich die Welt insgesamt entwickelt, ob es gelingt, dass sich Frieden oder zumindest ein Weg dahin abzeichnet. Das wird natürlich auch dann insgesamt für das Jahr 2023 in besonderer Weise von Bedeutung sein. Aber für Mannheim selbst, glaube ich, gibt es mit dieser Veranstaltung eben einen großen Schub nach vorne. Ich freue mich darauf, erstmal natürlich auch auf die Seilbahnfahrt mit einer neuen Perspektive auf die Stadt, auf die neuen Gelände, auf die neuen Naturräume, die sich erschlossen haben. Ich freue mich tatsächlich darauf, dass man dieses Gelände völlig neu erleben wird. Wir einen großen Freiraum für uns als Mannheimerinnen und Mannheimer für die Zukunft dort gestaltet haben und neue, so etwas wie Wahrzeichen. Ich bin mir sicher, dass der Panoramasteg zu einem solchen Wahrzeichen werden wird, genauso wie die U-Halle mit ihrem Wasserspiegel. Das werden tolle Aufenthaltsorte auch für die Zukunft sein. Ja, natürlich ist dieser Neujahrsempfang für mich ein besonderer Neujahrsempfang gewesen. Das ist natürlich durchaus emotional und positiv bewegend, so viel Zuspruch zu empfangen. Es ist auch ein Stück Wehmut natürlich dabei, aber das habe ich am Eingang auch der Neujahrsrede gesagt. Das ist keine Abschiedsveranstaltung, es liegt noch eine wichtige Wegstrecke vor mir bis zum August und verabschiedet wird sich dann und jetzt schauen wir auf dieses Jahr 2023, das hoffentlich viel Positives für unsere Stadt bringt. Ich glaube, dieser Neujahrsempfang ist wirklich etwas, wo man Stadtgesellschaft erspüren kann, nämlich, dass sich Tausende von Menschen begegnen, denen die Stadt am Herzen liegt, die oftmals selbst etwas beitragen in unterschiedlichster Art und Weise und die hier gemeinsam diesen Tag begehen, das Jahr einläuten und eine Gemeinsamkeit damit unterstreichen. Und das macht der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim zu etwas ganz Besonderem. Ja, darüber bin ich informiert worden, war jetzt auch nicht ganz außerhalb dessen, was wir erwartet haben. Ich selbst habe ja auch in der Rede darauf Bezug genommen, dass wir tatsächlich in einer existenziellen Krise sind und ich hoffe insgesamt aber, dass wir uns diesen Aufgaben stellen, dass wir uns jetzt auch nicht ablenken lassen in der Diskussion darüber, welche Formen von Protest angemessen oder nicht angemessen sind, sondern unser Fokus muss wirklich darauf liegen, tatsächlich Veränderungen zu bewirken. Sie schaffen auf der einen Seite Aufmerksamkeit, aber auf der anderen Seite haben Sie die klare Gefahr, dass eigentlich die Aktion selbst und die Frage, ob sie zu weit geht, die Diskussion bestimmt und dass sie damit nicht wirklich der Sache
im Ergebnis dienen kann. Die letzte Generation in Großbritannien hat sich ja entschieden, diese Aktionsformen zu überdenken und haben die jetzt aktuell mal unterbrochen, genau auch unter dem Aspekt, weil eine solche Diskussion dort eingesetzt hat. Ich glaube, darüber müsste sich auch die letzte Generation hier in Deutschland Gedanken machen, ob man jetzt mit diesen Formen tatsächlich Menschen gewinnt, weiterkommt, die Dringlichkeit einerseits unterstreicht, aber tatsächlich damit auch wirklich eine Ausrichtung bringt auf Veränderungen.